Der Fußball und Profisport begeistert Millionen von Menschen. Heute wollen wir uns die Frage stellen, ob es hinter dem Sport einen spiritistischen bzw. okkulten Hintergrund gibt. Gabriel Estevao hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, in dem er einige der Geheimnisse einer elitären Familie in Angola preisgibt, die sich dazu bekannt hat, Satan anzubeten. Hier ist ein Auszug aus seinem Buch, in dem Gabriel darüber erzählt, was ihm sein Großvater mit dem Namen Bengo kurz vor seinem Tod über Sport offenbart hat. Zitat: Bengo, der Herrscher und Priester des verborgenen Satanismus, pflegte mir zu sagen, dass der Sport eine Religion ist, die alle Anbeter in einem einzigen Gedanken und einem einzigen Gefühl der Ehrfurcht vor dem Gott des Sports vereint, welcher unser oberster Luzifer mit seinen dienenden Geistern ist. Alle Sportarten, bei denen es ein Objekt, also Ball, und zwei Gruppen, zwei Mannschaften, die zwei Armeen repräsentieren, gibt, die sich alle um dieses Objekt auf einem Platz oder Feld befinden und dieses Objekt in einen bestimmten Raum, welcher durch eine Linie oder irgendeine physische Markierung vorgesehen ist, befördern und dadurch einer der Gruppen oder Armeen der Sieg gegeben wird, verehren den Gott der Fruchtbarkeit und den Gott des Krieges. Diese Götter wurden von den Menschen, die vor uns und vor der Zeit des biblischen Volkes lebten, unter verschiedenen Namen wie Baal, Ashtaroth, Tammuz, Tartarus und so weiter, unabhängig von Sprache und Kultur verehrt. Weiter heißt es in dem Zitat: Das Spielfeld ist das Heiligtum. Die Spieler sind die Götter, Sterne, Idole und Krieger im Heiligtum. Und der Ball oder das Objekt, das im Spiel verwendet wird, ist ein Symbol des männlichen Geschlechts, das bereit ist, sich zu ergießen. Die beiden Linien, Körper oder jedes Objekt, das eine Grenze markiert, sind Symbole des weiblichen Geschlechts. Und das Tor ist das Symbol für das Ergebnis der Vereinigung von Sperma und Ei. Die Schiedsrichter sind die Priester, die den Gottesdienst leiten müssen. Die Trainer der Mannschaften stellen die Eigentümer von allem dar und sind den Geistern, den gefallenen Engeln, gegenüber verantwortlich. Die Tribünen der Fans sind die populäre Masse der Anhänger und schließen sowohl die am Ort des Heiligtums der Anbetung Anwesenden als auch die dort Abwesenden ein. Sie sind die Anbeter. Die Geister sehen in den Köpfen der Anbeter, wenn sie das Ritual der Anbetung begleiten, folgende Gefühle: Neid, egozentrische Eifersucht, Hass, Mordgefühle, Groll, Blasphemie, emotionale Ekstase, Feindseligkeit, Stolz, Arroganz, Gier, Zorn, Ungeduld, mangelnde Selbstbeherrschung, übermäßiges Vertrauen in ihre Idole oder Stars und werden so zu Sklaven des Systems. Und sie beginnen einander zu hassen, ohne den Grund für den Hass in ihrem Herzen zu erkennen. Die Religion des Sports hat die meisten Anbeter in der Welt, weil sie Barrieren und alle Arten von Vorurteilen abbaut. Das ist der Bericht eines ehemaligen Satanisten, der durch die Gnade Gottes Christ geworden ist. Ich werde sein Zeugnis auf YouTube und einen Link zu seinem Buch unten verlinken. Gibt es weitere Quellen, mit denen wir diese schockierenden Aussagen bestätigen können? Die UNESCO ist eine Einrichtung der Vereinten Nationen mit dem Ziel, weltweiten Frieden und Sicherheit durch Bildung, Kunst, Wissenschaft und Kultur zu fördern. Was sagt die UNESCO über Sport? Polo war den Persern bekannt und wurde von Akbar in seiner ursprünglichen Bedeutung als Sonnenspiel wiederhergestellt. Das Erzielen eines Tores mit dem Sonnenball wurde gleichgesetzt mit dem Triumph des Lichts über die Dunkelheit, des Guten über das Böse. Der Ball ist ein Sonnensymbol in allen Sportarten wie Fußball, Hockey, Basketball und Cricket. Baseball hat die Form der Sonnenuhr und das Muster des Spielfeldes sowie durch die Spiel- und Punktregeln einen Bezug zur Sonne. Wie alle Sportarten verkörpert auch Baseball die jahreszeitlichen Zyklen der Sonne, ähnlich wie antike zeremonielle Wettkämpfe als Teil von Fruchtbarkeitsriten abgehalten wurden. In der sumerischen Gilgamesch-Geschichte, die auf Keilschrifttafeln festgehalten ist, wird erzählt, wie das Sportgerät, ein Stock und ein Ring oder Ball, das Gilgamesch aus einem entwurzelten Baum geschnitzt hatte,
in die Unterwelt fielen, als er begann, sein Volk durch wiederholte sportliche Wettkämpfe zu unterdrücken. Und wie es schließlich der Sonnengott war, der ein Loch in der Erde öffnete, um sie zu bergen. Die olympische Fackel, die der Läufer trägt, um die zyklische Bewegung der Sonne während der Olympiade der vierjährigen Periode bis zu den nächsten Spielen zu markieren, steht ebenfalls mit dem zyklischen Rhythmus der Sonne in Verbindung. Die Spiele, die zuerst in Griechenland gefeiert wurden, waren zeremonielle Wettbewerbe zu Ehren von Zeus. Wie im Sport ist die Sonne in praktisch allen Bereichen des Lebens allgegenwärtig. Sei es in der Kunst, der Architektur, der Philosophie, der Religion, den Festen, der Volkskultur, dem Tanz oder der Musik. Jeden Morgen weckt uns ein heidnischer Tagesgott, denn die Römer benannten in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung jeden Tag nach den sieben Planeten: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Was können wir aus diesen beiden Quellen festhalten? Alle Sportspiele haben eine religiöse Handlung. Dabei wird die Schöpfung verehrt oder ein Geschöpf und nicht der Schöpfer selbst. Entweder ist es die Sonne direkt oder Luzifer, der Lichtträger, der auch als Morgenstern bezeichnet wird. Diese Götzenverehrung ist Teil eines Fruchtbarkeitsrituals, was letztendlich ein anderes Wort für die Befriedigung der niederen oder fleischlichen Lüste ist. Laut diesen Quellen ist die im Sport dargebrachte Verehrung oder Anbetung Luzifers oder der Sonne letztendlich eine Anbetung des Satans und somit des Feindes der Menschen. Welche Hinweise können wir in der Bibel finden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Spielen des Sports bzw. der Belustigung und dem Götzendienst gibt? Als das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen ist, hat es einige der Rituale aus Ägypten mitgenommen. Es gab eine Zeit, wo Mose mit Gott kommuniziert hat und das Volk alleine geblieben ist. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. In der englischen Übersetzung heißt es hier: Das Volk stand auf, um zu spielen. Was können wir aus diesem Text entnehmen? Bei diesem Götzendienst sollte ein goldenes Kalb verehrt werden. Was bedeutet dieses Kalb? Auf bibelkommentare.de heißt es: Das goldene Kalb wird beschrieben als ein gegossenes Bild, das mit einem Meißel, Präge oder Schnitzwerkzeug bearbeitet wurde. Die gleiche Verehrung gab es in Ägypten mit dem Stier Apis, von dem gesagt wurde, dass er den Gott Osiris darstelle. Dies mag die Idee bei den Israeliten hervorgerufen haben, ein Kalb zu machen. Wer war Osiris? Laut ägyptischer Überlieferung lernen wir Folgendes über ihn. Da der Sonnengott Re, oder auch Ra genannt, am Tag über das irdische Reich wachte, fungierte Osiris als Herrscher im Totenreich, der als Vater der Toten über sie gebot und sich für die tägliche Wiedergeburt des Sonnengottes Re verantwortlich zeichnete. Das goldene Kalb oder Stier hatte somit eine direkte Verbindung zum Götzendienst und steht zumindest in einem indirekten Zusammenhang mit einem Sonnengott bzw. der Sonnenverehrung. Die Sonne bringt Licht in diese Welt. Wer wird als Lichtträger oder als der Morgenstern bezeichnet? Es ist Luzifer selbst, der zu Satan bzw. dem Teufel geworden ist. Weiter heißt es in diesem biblischen Bericht: Als Mose vom Berg herabgestiegen ist, hat er Folgendes erlebt. Ab Vers 25 heißt es: Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott. Luther übersetzt an dieser Stelle zuchtlos. Die King James, die englische Bibel, spricht davon, dass das Volk nackt war. Denn Aaron hatte das Volk nackt gemacht.
Lass uns festhalten, was wir aus dieser biblischen Begebenheit entnehmen können. Bei der Verehrung des goldenen Kalbes gab es Spiele bzw. Vergnügungen, die als Teil einer religiösen Handlung praktiziert wurden. Es wurde ein Geschöpf verehrt und nicht der Schöpfer selbst. Bei dieser Begebenheit sehen wir ebenfalls einen Zusammenhang zwischen dem Objekt der Verehrung, dem Kalb, und dem Zusammenhang der Sonne Osiris bzw. indirekt dem Sonnengott Re. Bei dieser Götzenverehrung wurde das Volk zügellos, was letztendlich ein anderes Wort ist für die Befriedigung der niederen und fleischlichen Lüste. In Galater Kapitel 5 heißt es: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Ist es möglich, dass der Fußball und andere Sportarten so gestaltet werden, dass die Gläubigen anstelle zu Gott, ihrem Schöpfer und Erlöser schauen, sich vielmehr mit den irdischen, fleischlichen und weltlichen Dingen beschäftigen und somit in die Gefahr gehen, ihr ewiges Leben zu verlieren? Was denkt Gott über die Verehrung der Sonne, ob in der Religion oder im Sport? Im Buch Hesekiel finden wir die Antwort darauf. Der Prophet Hesekiel wurde von Gott in den Tempel gebracht und dort hat ihm Gott unterschiedliche Gräuel offenbart, die von den Gläubigen verübt wurden. Es werden einige Dinge aufgezählt und als letztes das größte Gräuel, so heißt es in dem Text wie folgt. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die Tammuz beweinten. Tammuz? Ein Begriff, den wir in unserem ersten Zitat bereits gesehen haben, der letztendlich für Baal oder auch für Luzifer oder für Satan steht. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer, die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. In diesem Text offenbart uns Gott, was für ihn das größte Gräuel ist. Es ist die Verehrung der Sonne selbst. Die Sonne repräsentiert letztendlich Luzifer, den Lichtträger. In dem heutigen Video konnten wir deutliche Hinweise erkennen, dass der moderne Profisport klare Spuren von spiritistischen und okkulten Hintergründen hat. Ist es heute einem gläubigen Menschen möglich, eine Karriere im Profisport anzustreben oder bei Sportveranstaltungen teilzunehmen bzw. zuzuschauen, in denen Sünde, Selbstsucht und letztendlich die Sonne und in der Sonne Luzifer selbst glorifiziert wird? Wenn doch die Heilige Schrift uns sagt, tut alles zur Ehre Gottes. Können Christen wirklich an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die der Sonne geweiht sind und dabei Gott die Ehre geben, wenn er doch sagt, dass die Sonnenverehrung für ihn das größte Gräuel ist? Was denkst du, würde Jesus heute bei den modernen Sportveranstaltungen teilnehmen, die dem Götzendienst geweiht sind und der Verehrung der Sonne? Würde er sich solche Veranstaltungen im Fernsehen anschauen? Was denkst du, womit möchte Jesus, dass wir uns heute in dieser letzten Zeit beschäftigen? Ich glaube, er möchte, dass wir uns mehr mit seinem Wort beschäftigen, durch das unser Glaube gestärkt wird, als dass wir uns amüsieren und vergnügen und letztendlich
vor der Vorbereitung auf die Wiederkunft durch diesen Sport und andere Veranstaltungen ablenken lassen. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass wir durch die Betrachtung von Dingen, von diesen Dingen verändert werden. Wenn wir gute Dinge betrachten, dann wirken gute Dinge auf uns. Wenn wir schlechte Dinge betrachten, dann wirken diese schlechten Dinge auf uns. Wie möchtest du vor der Wiederkunft Christi verändert werden?